Hallo und willkommen auf meinem Schreibtisch. Ich dachte, ich könnte mal wieder meine Skizzenbücher zeigen, weil seit dem letzten Video, was ja auch irgendwie schon Jahre her ist, haben sich da wieder einige angesammelt. Zwar einmal meine normalen persönlichen Skizzenbücher. Das sind jetzt die von Juli 2016 bis jetzt, beziehungsweise Februar 2019. Weil mein aktuelles Skizzenbuch ist ja noch in Arbeit, das zeige ich dann im nächsten Video. So wie ich beim letzten Video auch mit diesem hier aufgehört habe, was ich dann nicht gezeigt habe, was mittlerweile natürlich voll ist. Außerdem habe ich ja in der Zeit angefangen zu studieren, also seit März 2016. Und Professoren sehen auch ganz gerne, zumindest dachte ich das am Anfang, wenn man für ihr Kurs ein eigenes Skizzenbuch anlegt. Das kann man auch immer ganz gut in der Prüfung zeigen. Das habe ich aber nur 3-4 Mal gemacht und dann einfach meine normalen benutzt, weil ich ja eigentlich äußerst ungern mehr als ein Skizzenbuch zur Zeit habe. Außerdem habe ich dann in der Uni angefangen mit Aktzeichnen. Das habe ich auch am Anfang in den normalen Skizzenbüchern gemacht, aber irgendwann wurde mir dieses Monster geschenkt. Und ich finde das Format natürlich schrecklich, weil ich eher so der A5-Skizzenbuchmensch bin. Und dann fand ich das Papier auch gar nicht so geil. Das kann noch kein Wasser ab zum Beispiel. Aber ich wollte es trotzdem benutzen und nicht rumliegen lassen und dann habe ich es zum Aktzeichnen benutzt. Und es hat sich herausgestellt, dass das auch ganz gut funktioniert hat. Also Aktzeichnen ist ja immer nur, sind ja immer schnelle Posen, wo man sich dann auch gar nicht so viel Mühe gibt und gar nicht die Zeit hat dazu, etwas perfekt auszuarbeiten. Deswegen ist es ganz gut, da jetzt nicht das beste Skizzenbuch zu benutzen. Außerdem habe ich mich mit dem Format dann auch ein bisschen angefreundet. Ich würde es aber nicht als normales Skizzenbuch benutzen, weil es ja gar nicht in meinen Rucksack passt. Beim nächsten Aktzeichnen-Skizzenheft habe ich dann mir selbst einfach schnell eins zusammengeklebt. Das ist aber noch nicht voll, weil ich in letzter Zeit leider nichts zum Aktzeichnen schaffe. Aber soweit meine Skizzenbücher und schauen wir mal rein. Ich gehe da mal direkt chronologisch vor. Hier hatte ich ja beim letzten Video aufgehört. Und zwar ist das Juli 2016 bis November 2016. Hier schreibe ich immer meine Adresse hin, deswegen klebe ich die jetzt mal ab. Aber ich habe mir dann auch irgendwann mal angewöhnt, die erste Seite so mit Stickern und so weiter zu bekleben. Und irgendwann hat sich das durch mein ganzes Skizzenbuch gezogen, dass ich so Sticker, die man irgendwo findet oder geschenkt bekommt, klebe ich immer gerne in mein Skizzenbuch. Ich versuche immer so ein bisschen was zu den Skizzen zu sagen, aber mir fällt wahrscheinlich nicht immer was ein. Das hier ist aber im Garten meiner Mama. Juli 2016 waren wohl meine ersten Semesterferien. Hier habe ich anscheinend Samurais gemalt. Ich glaube, das war für eine Kakaokarte. Da habe ich mit zwei Freunden zusammen gemalt und weil wir immer keine Ideen haben, haben wir so einen Ideengenerator benutzt und der hat, glaube ich, Drache, Goth und Motorbike Gang oder so ausgespuckt. Und dann haben wir spontan Charaktere entwickelt. Das ist der Steffen. Auch für mich sind die Skizzen jetzt zwar nicht neu, ich erinnere mich natürlich ein bisschen an sie, aber ich habe die schon so lange nicht gesehen, dass es dann auch irgendwie wieder Spaß macht, die mal wieder anzuschauen. Teilweise gefallen mir ja alte Sachen irgendwie besser sogar, weil die so ein bisschen weniger verkopft vielleicht sind. Aber ich glaube, hier während des Studiums fängt es schon an mit dem Verkopften. Das sind Planungsstudien für ein größeres Bild, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das Fertige noch also ein Bild davon habe, aber es war ein Auftrag, der mir auch viel Spaß gemacht hat mit Lucky Luke, Bugs Bunny und dem Pink Panther. Das war ein Pferdeauftrag, den ich zu meiner Schande bis heute nicht gemalt habe, aber es gab auch viele Komplikationen. Das ist der Fuchsbau aus Harry Potter. Das ist auch eine Kakaokarte geworden. Hier habe ich auf Pinterest Häuser gezeichnet. Zu der Zeit habe ich immer mal so kleinere, ja, wie Comic-Panels, aber so als Erinnerung oder so, in mein Skizzenbuch gemalt. Hier habe ich anscheinend angefangen, Steven Universe zu schauen. Ich finde Perry dort ja super. Ich mochte sie als Bösewicht, glaube ich, noch lieber. Das ist auch im Garten meiner Mutter. Ein wunderschönes Staudenbeet in Aquarell.
Und natürlich Hühner. Diese Doppelseite finde ich immer noch sehr schön. Bei manchen Sachen kommt man einfach nicht wieder ran. Hier habe ich anscheinend ein neues Papier ausprobiert. Das benutze ich heute immer noch und bin es immer noch meine Skizzenbücher. Das ist so eine Art Gedankencomic. Pferdchen und die Universe. Noch mehr Steven Universe und es war der Blick aus einem Fenster, aber ich fand cool, wie das auch quasi Comic-Panel ergibt. Könnte ich eigentlich mal wieder machen. Hier ist wieder ein bisschen was zu Harry Potter. Merida-Skizzen. Das ist mein Lieblings-Disney-Film. Beziehungsweise Disney Pixar. Charakterstudien, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich da Vorlagen hatte. Vielleicht für einige. Ja, das ist 11 aus Stranger Things. Da war ich auf jeden Fall in Bremen, da hatte ich quasi reale Vorlagen für diese Schiffe. Und hier ist ein kleines Reisetagebuch, das ich auf der Segeltour da gemacht habe. Das mag ich immer noch sehr gerne. Das war auch ein kleiner Ort auf der Segeltour. Und ich weiß noch, dass ich sehr viel den Steven Universe Soundtrack da gehört habe. Hier im Haus meiner Mutter, der schöne alte Ofen und die Sonnenblumen, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Merida, da habe ich das Artbook zum Geburtstag bekommen. Wunderschön. Da muss ich auch wieder mal mehr draus zeichnen. Allein diese Character Designs, also das ist alles abgezeichnet. Super. Der Krähenschädel war, glaube ich, von einer Freundin, den ich dann aus verschiedenen Perspektiven abgezeichnet habe. Blümchen. Steven Universe hat in mir so eine Wertschätzung für die Farbe Rosa hervorgerufen, die ich vorher gar nicht hatte. Mittlerweile kann ich, glaube ich, wirklich sagen, ich mag alle Farben. Diese weißen Lines finde ich ja immer komisch. Aber da habe ich es wohl mal ausprobiert. Ich glaube, da hatte ich die weiße PH Martens Tusche. Diese hier. Wahrscheinlich gerade neu gekauft. Das hier finde ich immer noch ziemlich cool. Sowas bekomme ich irgendwie nicht mehr hin. Und hier haben wir einen Steven Universe Marathon gemacht. Ganz viele Folgen hintereinander geschaut. Das war so eine Shape Challenge. Also ich habe die Form vorher vorgezeichnet und dann Gesichter reingemacht. Ist auch recht witzig, wenn man mal keine Ideen hat. Das ist ein kleines Selbstporträt. Ich glaube, ich mochte mein Outfit. Oder es hat mich einfach nur an dieses Pink-Haired Mystery Girl aus der einen Steven Universe-Folge erinnert, die ich ja sehr cool fand und ich fand es sehr schade, dass sie nicht mehr vorkam. Die kleine Peridot. Die Karte habe ich übrigens noch. Die ist noch frei zum Tausch. Mehr Steven Universe. Und das war ein Zeichnertreffen im Enjoy. Ich habe auch meine Freunde gemalt, mit denen ich da war. Das war, glaube ich, eine Uni-Hausaufgabe.
Die Traumfinger wollte ich mir mal basteln, aber habe ich irgendwie nie gemacht. Und diese Skizzenbuch-Doppelseite habe ich auch gefilmt. Als Zeitraffer. Das ist, glaube ich, inspiriert aus einem Grimes-Video. Und die auch so ein bisschen. Auch wenn es nicht so direkt so vorkam, aber die Videos sind einfach ziemlich coole visuelle Inspirationen, so allein visuell. Das bin ich. Und ich dachte, vielleicht wäre mein Patronus ein Huhn, aber ich glaube, mittlerweile habe ich den Patronus, den mir Pottermore gegeben hat, nämlich den irischen Wolfshund, akzeptiert. Und das Huhn wäre vielleicht eher so mein Hogwarts-Haustier. Ein sehr unzuverlässiges Posthuhn. Das sind Freunde von mir mit ihren auch ähnlich nutzlosen Patroni. Da habe ich wohl in der Hamburger Speicherstadt gemalt, kann mich aber nicht so wirklich dran erinnern. Die Hand ist zu lang, das sieht gruselig aus. Das finde ich ganz gut gelungen. Ich glaube, das war eine Szene aus Flucht der Karibik. War eigentlich einfach irgendein Schiff, aber ich fand das Licht in der Szene total cool. Wieder mal Merida. Ist auch eine Kakaokarte geworden. Unendliche Weiten. Da habe ich Addams Family geschaut. Und das war wohl Inktober. Da hatte ich so ein Buch über keltisches Design. Hier habe ich Studien gemacht aus Comics, deren Zeichner ich immer noch bewundere. Alles mit Pen, dem Pentel Brush Pen. Das war wohl der Malereikurs. Ich erkenne sogar die Leute wieder. Beric aus Legend of Korra. Ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter. Ich mag diese verrückten Erfinder. Manchmal mache ich so kleine Thumbnails. Ich bewahre immer die Briefmarken. Außenkanten auf, also wenn man die Briefmarken-10er-Sets kauft und das ist ja auch ein kostenloser Aufkleber. Hier auch wieder. Oder habe ich einen Jack Sparrow Cosplay gebastelt. War so ein bisschen für eine Halloween-Party, aber ja, kein richtiges Halloween-Kostüm eigentlich. Ich hatte nur Bock drauf. Ich habe mir die ganzen Sachen irgendwie aus Secondhand-Läden zusammengeklaubt. Es war auch relativ günstig dann alles und ich habe, glaube ich, nichts selber genäht, aber ich finde es eigentlich ganz cool geworden. Ich habe leider kein Foto ohne Brille. Es war auch in der Uni. Wir reden über Kunst. Zeichnen. Da habe ich einen Buntstift skizziert und hier habe ich Sprühfarbe gekauft. Die habe ich später noch viel mehr benutzt. Zum Beispiel hier für das Cover und auch in dem Skizzenbuch. Das zeige ich gleich. Ersatzpostkatzen. Das war wieder in Bremen. Ich habe Roboter zeichnerisch gebastelt mit dem Stuff, der im Arbeitszimmer von meinem Vater rumlag. Oder war ich wohl im Kino? Ah, Kubo. Und mehr abzeichnen. Und dann war es das auch schon. Zum Schluss noch einen Red Bubble Sticker, den ich nicht selber gemacht habe. Und zwei Copic-Farben, die dazu passen. Ich fürchte ja, das Video wird ein bisschen zu lang, aber bei meinem letzten wurde sich auch gewünscht, dass ich ein bisschen langsamer blättere. Von daher teile ich das vielleicht in mehrere auf.
November 2016 bis März 2017. Ja, hier geht es auch los mit der Sprühfarbe. Und wieder eine Zeichnenrunde. Außerdem hatte ich wohl so bunte Fineliner bekommen oder gekauft, ich weiß nicht mehr. Das war dann, nachdem wir Kubo gesehen haben. Die studentische Einrichtung. Und meine Essentials. Mehr Akzeichen und Sprühfarbe. Ich muss dazu sagen, dieses Buch ist das einzige von den ganzen hier, die ich nicht selber gebunden habe. Das war so ein Dummy, also ein leeres Buch mit weißen Seiten, was unsere Typo-Dozentin mehrere von verschenkt hat. Und das Papier ist natürlich ziemlich scheiße. Deswegen gibt es auch kein Aquarell in diesem Buch. Oder wenn doch, dann nur ganz wenig, weil ich dann gemerkt habe, dass es nicht funktioniert. Da waren wir wie immer im Kino. Das sind alles Freunde von mir. Da wollte ich eigentlich mal eine größere Karte draus machen, wo wir alle drauf sind, aber da ist irgendwie nichts draus geworden. Das war auch für ein Projekt anscheinend. Ah ja, das müsste dann das zweite Semester gewesen sein. Ja, wir waren bei den Zeichnungen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessant. Es sind halt immer sehr viele auf einmal. Das habe ich bei irgendeinem Vortrag gezeichnet. Finde ich eigentlich immer noch ganz cool. Und hier ist ein bisschen Dr. Who-Stuff. In diesem Skizzenbuch habe ich einfach sehr viel mit Fineliner und Copics gemacht, weil nicht mal Buntstift und Bleistift so wirklich funktioniert haben. Das war der einzige Stil, der so wirklich ging. Das war, nachdem ich mit einer Freundin im Kino den ersten Fantastische Tierwesen geschaut habe und wir einfach beide an den Doktor denken mussten. Der Sockengärtner, den wollte ich eigentlich immer mal umsetzen. Und ein Käsebrot. Das habe ich in groß an meinen Vater verschenkt. Das sieht sehr seltsam aus. Da hatte ich wohl nicht so den tollen Tag. Die finde ich wiederum ganz cool. Das war ein Glückskeks, den ich, glaube ich, an Silvester geöffnet hatte. Das war irgendein Insider. Ein Hogwarts-Logo mit Panthern, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß auch nicht, warum. MapCrunch Thumbnail Studies. MapCrunch ist so eine Seite, die einen an einen zufälligen Ort auf Google Street View versetzt. Und meistens sind es nur langweilige Straßen im Nirgendwo, aber man kann so ein bisschen rumsuchen und interessante Motive finden. Hier wollte ich probieren, jemanden zu zeichnen, der niest und jemand, der gähnt. Was ich beides irgendwie schwierig fand, aber ich glaube, es ist mir gelungen. Mehr Briefmarken, Thumbnails und Asterix, beziehungsweise Miraculix, aber vom Asterix-Comic. Die beiden finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag diesen sketchy Lineart-Style mit relativ flachen, einfarbigen Flächen. Das hat sich in diesem Buch auch einfach angeboten. Hier wohl Experimente mit Sprühfarbe wieder. Und der zu Hände. Besten Hände. Hier habe ich die Panels abgeklebt und dann an einem Abend in der Bar Szenen gezeichnet, die ich da gesehen habe. Das war dann, glaube ich, mein Nachhauseweg. Und das Zuhause ankommen. Hände und Füße,
Habe ich eine Zeit lang sehr gerne gezeichnet, habe ich irgendwie mit aufgehört. Aber müsste ich mal wieder üben. Ah, dieses Meet the Artist Meme. Und die B-Seite, beziehungsweise die erste Version, das habe ich dann gepostet. Mehr abzeichnen. Jede dieser Zeichnungen ist so zwischen einer und 10 Minuten, wobei die meisten eher so 1 bis 2 Minuten sind. Landungsbrücken. Das war auch alles bei den Landungsbrücken. Das ist alles wieder von Pinterest abgezeichnet. Dann glaube ich wieder einige freie Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Und Word aus Over the Garden Wall. Auch alles aus dem Kopf. Und wieder Hände und Sprühfarbe und kleine Thumbnails. Da habe ich immer mit Tape die Rechtecke abgeklebt und drüber gesprüht. Hier sieht man noch das Tape. Hier habe ich wieder Freunde von mir gezeichnet. Hier merkt man, glaube ich, irgendwann, dass ich keine Lust mehr auf dieses Papier hatte und ich mir mal weniger Mühe gegeben habe. Hier habe ich dann mit Acryl versucht zu grundieren und mit Copics drüber zu gehen. Das hat auch nur so semi gut funktioniert. Das ist wieder eine Cora. Und Rufus und Gaul aus Deponia. Der Rest ist, glaube ich, so im Kopf. Das sieht wieder ein bisschen nach Pinterest aus, aber ich habe mir bestimmt auch Sachen dazu ausgedacht. Ich habe versucht, Gesichtsausdrücke zu üben. Das kann ich bis heute noch nicht so besonders gut, finde ich. Oh, Box Trolls. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da habe ich aus dem Artbook abgezeichnet. Ich glaube, das soll eine moderne Moana sein aus dem Disney-Film. Wieder so Comic-Fragmente. Und diese kleinen Posen habe ich eine Zeit lang immer gerne gemacht. So schnelle Skizzen und dann einfarbig eingefärbt. Ich finde, das hat was. Ja, hier hatte ich dann keine Lust mehr. Und da wollte ich einfach nur noch Seiten voll bekommen. Und das war's mit diesem Skizzenbuch. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar erstmal zum Ende von diesem Video. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die fehlenden Skizzenbücher der letzten Jahre hole ich dann in einem zukünftigen Video nach. Tschüss! Ja, also so viele Skizzenbücher, ich bin mir ja auch nicht sicher, was ich davon halten soll.